Aufnahmesession, Heroes of the Storm. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir spielen auf Tomb of the Spider Queen. Und schauen mal, was so geht. Bereit zum Einsatz. Dieses Reich für den Frostthron. Dann mal los! Sie werden alle leiden. Und mal haben die beide. Ich wollte gerade sagen, bei den Falschen reingeguckt. Der spielt die Komi noch so gerne. Jederzeit losgehen. Okay, das ist scheiße. Ich bringe Pandemonium. Die Jagd ist eröffnet. Kleiner will spielen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Schade. Way weggepickt. Dann spielen wir ein bisschen Lunara. Auf geht's. Ja, die sind alle auf jeden Fall ein bisschen höher gerankt als wir. Aber keine Sorge, wir kriegen trotzdem Minuspunkte ohne Ende. Also zwei Zweierteams, im Gegnerteam wissen wir es nicht. Aber es sind auf jeden Fall alle Platin, könnte ein Fünferteam sein. Gut, dann wollen wir mal schauen. Alle für den
Der Draft ist eigentlich relativ solide, muss ich zugeben. Kann man mal so spielen. Beim Stitches muss man mal schauen. Die Chromie schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt Raubtiere und es gibt Beute. Ihr seid womöglich nicht das, wofür ihr euch haltet. Hoffentlich seid ihr soweit, denn wir beginnen in 10 Sekunden. Einfach mal gucken, wie wir das reaxen können. Der Chen. 2, 1. Der Kampf beginnt. Ein Chen müssen wir halt mal schauen. Der spielt halt Ogre des Siegers. Ja. Ich suche die das ist halt das Beste, was man spielen kann. Suche die Feinde des Waldes. Packen wir das Übel an der Wurzel. Ich werde dieses Land enden. Packen wir das Übel an der Wurzel. Nachwachsen. Wir haben zuerst jemanden erledigt. Alles zermatschen. Okay, ich geh mal hoch. Ich suche die Feinde des Waldes. Wählt ein Talent. Wählt ein Talent. Ja, wenn wir das hier stehen haben, den Übelschwäch, dann haben wir immer gut Vision. Wo wir immer sehen, wie ihre Rotation abläuft. Oh, ich geh mal hoch. Kann noch ein bisschen Erfahrungspunkte mitnehmen. Ein Dorn in eurem Auge. Ein Talent. Ich folge dem Ruf von Kalimdor. Packen wir das Übel an der Wurzel.
Unkraut jäten. Genug! Meine Macht gehört wieder mir! Lasst nur Schutt und Asche zurück, meine Töchter! Ich versorge deine Wunden. Ich folge dem Ruf von Kalimdor. Bisschen aufpassen, weil jetzt habe ich keine Vision mehr. Ja, wir können mal gucken, wir können in dem Fall mit den Chen ein bisschen auf die Eier gehen. Ein Zorn in eurem Auge. Zerstört ihre Konstrukte. Holt mir die Juwelen der Macht zurück. Zeigt keine Gnade. Land erneuern. Oh, hi. Wählt ein Talent. Gebrauchen. Los geht's. Sind die 15 Dinger wenigstens mal weg und jetzt mal gucken hier. Nanoboost injiziert. Tolle Technik. Gute Arbeit. Weiter so. Okay, haben wir Kill bekommen an Anub, das reicht schon. Speer. Für den Moment reicht das zumindest. Mal gucken, wir können jetzt, sie können nicht eincachen. Das ist echt gut hier mit der Vision. Also wie viel wir hier machen können mit der Vision allein. Das war scheiße von mir, da bin ich scheiße gelaufen. Schlechtes Positionsspiel. Er ist dead. Ach, ich mag diesen Ulti einfach nicht. Der ist echt nicht gut, der Ulti. Jetzt haben sie das Momentum auf ihrer Seite. Scheiße, ey. Ray ist dead. Hatten wir das Übel an der Wurzel?
Das ist ja unser. Metallene Spinnen, vernichtet sie! Bringt die Juwelen. Komm, lass bei Amor gehen. Wo werde ich gebraucht? Die Juwelen sind mein. Meine Macht gehört euch. Ah, der ist tot, der muss eigentlich tot sein. Zieht aus, Netzweber! Metzelt alles nieder, was euch im Weg steht! Also wir sind wieder ein bisschen unten verteilt, mal gucken, was da geht. Oben könnte man noch reinpushen, aber wenn wir schon mal hier sind, dann kann man hier auch richtig durchbrezeln. Ja. Au. Okay, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Okay, okay, okay. Mal gucken, dass wir jetzt nicht so greedy werden. Mal hier ein Übrigen inpacken. Bald kann ich ein neues Gelege spinnen. Bringt mir die Juwelen. Wählt ein Talent. Die Wildnis. Gehen wir das Unkraut jeden. Na, jetzt. Toxische Blüte klingt schneller ab. Meine Macht wächst. Dank eures Feindes. Damit ich ihn einschlagen kann. Ja, ist schön gespielt von ihm. Erwischt! Die weite, weite Welt. Also jetzt den Leo leider erwischt. Wir könnten unten das Defender aber mal erstmal in die Mitte, wir haben genug Zeit. Ist er stark. Tolle Technik! Ich hatte unten Defend, glaube ich. So, 11 Dinger haben wir. Ich werde hochgehen zum Team. Mal gucken, wo die sich lang bewegen. Das ist echt gut hier mit dem Irrwischwächter. Vernichtet ihre Konstrukte.
zu meinem Altar. Denn hier? Nee, die sind oben, okay. Lucky. Na, gehen wir mal zum Brunnen, weil viel kann ich da jetzt auch nicht mehr machen. Die Chromie ist echt gut. Oh, 16 Dinger sollten wir auf jeden Fall mal eincachen. Leo ist wieder dead. Das spielt echt nicht gut runter. Ja, ich hab mal eincachen, bevor die Scheiße wieder weg ist. Zufriedenstellend. Gut ausgeführt. Ihr seid voll in Fahrt. Das musste ja so enden. Nachwachsen. So, ich werde mal oben jetzt, glaube ich, noch auspushen gehen, oder? Wir machen das Camp hier unten. Das können wir nicht machen. Schnappt euch dieses Söldnerlager. Okay. Jetzt können sie cachen, ich guck mal. Hey, ich hab's Camp gemacht. Dann können wir drauf pressern hier, oder wir gehen runter. Lass mal runter gehen, glaube ich. Ah, sie wollen Top machen, okay. Dann bleibe ich hier. Aber sie sind Fight Forcen. Mal wieder eingedingst. Oh Gott. Ja, oh, jetzt habe ich aus Versehen zweimal mein Dings aktiviert.
Ich war zu früh draußen, aber wir hätten runtergehen sollen und das da forcen sollen. Der Weg wäre viel länger gewesen. Ach, unlucky. Das ist bitter. Ich habe außerdem zweimal die Leaping Strike-Taste gedrückt. Deswegen bin ich halt einmal hin und wieder weg in die Lane. Ich wäre halt eigentlich safe gewesen. Ist das bitter, ja. Jetzt haben wir es verkackt. Jetzt ist vorbei, das Game. Schade. Ist ja einfach ein bisschen zu deep gewesen und der Leo stirbt halt jedes Mal. Auch immer schlecht. 7 Sekunden kommt der Leo wieder. Es ist halt immer derjenige, der als erstes stirbt. Ich weiß nicht warum, ja. Jetzt schon wieder. Es ist halt einfach schlecht, was er da macht. Das ist halt fuck, ey. Ja, kann sein, dass wir rechtzeitig wiederkommen. Schade. Ist das bitter, ey. Das ist bitter, dass wir dieses Spiel verlieren. So unglaublich bitter. Oben werden wir auch verlieren. Das ist 3 Keeps down für nichts. Schön reingerannt. Keeps down, das ist das Problem. Und alles nur, weil wir da zu gierig waren. Oh Mann, ey. Es ist so bitter wieder. Es ist so bitter wieder. Ja, da wird runtergehen, glaube ich. Sah zumindest danach aus. Sehr schön, das ist wichtig, dass wir die Kills da holen. Das macht jetzt nicht wieder denselben Fehler, Guys, echt. Ach, ich hab's gewusst, dass Leo wieder der Erste ist, der krepiert, ey. Das gibt's einfach nicht. Dieser fucking Leo, ey. Wegen dem verlieren wir. Und Anna bleibt die ganze Zeit im scheiß Hocke-Modus. Oh Mann, das ist so schlecht. Anna, du kannst D drücken. Du musst nicht die ganze Zeit im scheiß Hocke-Modus sein. Hallo.
Ey, ist das schlecht. Also das ist halt echt schlecht, ey, wirklich. Sie bleibt die ganze Zeit im Trade-Modus und kriegt das Ding, wird das Ding zerhauen. Oh Mann, ey, warum spiele ich immer mit solchen Schwachköpfen, ey? Dieses Spiel nicht verstehen oder generell überhaupt nicht mal den Helden verstehen. Er kriegt einen Kill, sehr gut. Jetzt musst du aber raus, sonst bist du am Arsch. Ball. Danke, Leo und Anna. Habt ihr das auch gesehen, was die Anna da gemacht hat? Sie hätte nicht nur D drücken müssen, dann wäre sie schneller weggekommen. Und nein, sie bleibt die ganze Zeit im Hocko-Modus. Das ist halt so dumm, ey. Es ist mir vorhin schon aufgefallen, als sie da gecatcht wurde. MVP. Oh. Gottes Willen. So ärgerlich wieder mal. Ich habe ein mega Mistake gegen den Chen gemacht und jetzt am Ende kann ich halt nichts machen, wenn ich da jedes Mal kukunen werde. Ist halt schwierig. Aber die Anna, alter Schwede, das war richtig scheiße von ihr gespielt. Warum drückt sie nicht D, denn wenn sie da easy weggekommen? Nein, sie bleibt die ganze Zeit im Hocker-Modus. What the fuck, ey? Wenn ich nicht weiß, wie der Held funktioniert, dann spiele ich ihn nicht. Genau wieder der typische Leo-PK, der neu mal reinfeeden geht. Und denkt, dass ein Tod unglaublich viel Vision bringt, dass wir dafür ein Value haben. Ja, leck mich, Leo, echt. Den werden wir reporten, weil er nur am Rumfeeden war. Alter Schwede, ey. Ich habe noch nie einen Leo-Spieler gesehen, der tatsächlich mal nicht mehr als 8-mal gestorben ist. Das ist so bitter, ey. Schön XP immer dem Gegnerteam geben. Daumen hoch, Leo-Spieler. Okay, schade, dass wir das Ding verloren haben, aber wir haben es einfach verloren, weil Leo scheiße ist und Anna auch scheiße war. Sie mag ja gut geheilt haben, aber sie hat einfach den Helden nicht verstanden. Kann man einfach mal so sagen. Dass man einen Wechsel zwischen den Hocker-Modus und den normalen Running-Mode macht, sollte eigentlich klar sein, aber anscheinend hat die das nicht kapiert. Schade. Okay, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschö.